Hallo liebe Zuschauer, ich wurde gebeten, doch mal zu erklären, wie man leicht mit Hagebutten umgeht. Denn es ist gerade Hagebuttenzeit eigentlich schon so ziemlich am Ende, aber da gibt es einen kleinen Trick, wie man sowas relativ leicht verarbeitet und das Mus rauskriegt, ohne jeden einzelnen Kern rauszupulen. Und wie das geht, das zeige ich euch in diesem Video. Wie schon gesagt, wurde gefragt, wie man mit Hagebutten umgeht. Es ist schon etwas spät und so war es gar nicht so ganz einfach, an Hagebutten ranzukommen, weil die meisten in meinem Bereich sind schon alle vertrocknet. Aber nun waren wir gerade kürzlich auf dem Kochfest in Bippen auf einem Riesenbauernhof und da fanden wir tatsächlich noch einen Rosenstrauch, an dem relativ gute Hagebutten dran waren. Und die haben wir so gut wir konnten gepflückt und mitgenommen und sie mussten auch ein bisschen im Kühlschrank überleben, aber ich denke mal, dass wir damit gut umgehen können. Kommen wir erstmal zur Hagebutte selbst. Wir haben hier einmal die Blüte und den Stiel. Und wir wollen ja eigentlich nur das Mark. Da gibt es allerdings ein Problem, denn das Mark ist nur ein ganz kleiner Teil der Hagebutte. Hat viel Vitamin C, schmeckt auch in einer Marmelade super, aber wie kriegen wir das jetzt verarbeitet? So, die Problematik, die wir haben, wie schon gesagt, ist, dass wir wenig Fruchtfleisch haben und wesentlich mehr drumherum. Und wenn man es noch etwas präziser anguckt, kann man sehen, das ist auch noch relativ trocken, das heißt, wir haben kaum irgendwelche Flüssigkeit. Das heißt, um das jetzt zu verarbeiten, werden wir mit Flüssigkeit mehr Flüssigkeit zugeben und werden mit Passiersieben arbeiten. So, als erstes werden die Hagebutten gewaschen. Als erstes müssen wir gucken, dass wir nur die guten Hagebutten kriegen. So, Hagebutten sind relativ glatt und wenn sie schön aussehen und glatt sind, dann sind die natürlich in Ordnung. Jetzt haben wir aber auch manchmal solche, die schon etwas angeschrumpelt sind. Die werden gerne weggeschmissen, aber das muss man gar nicht machen. Es kommt darauf an, ob sie gut sind oder nicht. Das heißt, ist da Schimmel dran oder nicht. Weil die vertrocknen in der Zeit sowieso. Das heißt aber nicht, dass das Fruchtfleisch schlecht wird. Wie man das sehen kann, also wenn man sich unsicher ist, ich würde jetzt mal sagen, diese verschrumpelte Hagebutte ist in Ordnung. Wenn ich unsicher bin, gibt es einen kleinen Trick. Und dazu kommen wir mal etwas dichter ran. Diese hier ist jetzt ziemlich verschrumpelt, wie man sieht, und man kann sie einfach aufschneiden. So, und man kann es an den Kernen sehen. Die sind komplett hell und wenn sie hell sind, ist die Hagebutte noch gut. Ist die Hagebutte nicht mehr gut, dann ist es dunkel. Ich will mal gucken, ob ich eine finde, wo das so ist. Wir versuchen es mal mit dieser hier. Also rein technisch gesehen ist die wahrscheinlich auch noch gut. Ich versuche noch mal eine andere. Nee, tut mir leid, finde keine andere. Also Kerne schwarz, Hagebutte schlecht und weg. Was wir als nächstes machen, um das Passieren zu erleichtern, ist, wir sehen zu, dass wir den Stiel entfernen und die Blüte. Das ist normalerweise recht einfach. Denn wir können den Stiel normalerweise einfach so rausziehen. Und hier geht das auch. Hier muss man allerdings ein bisschen drehen, weil ansonsten reißt man die ganze Hagebutte mit raus. Hier bleibt dann manchmal noch was übrig. Das kann man auch rauspulen, wenn man will. Und dann hat man wirklich gar nichts mehr davon über. So, und das kommt dann in eine Schüssel und wird da gesammelt. Um es euch nicht vorzuenthalten, muss ich dazu gleich sagen, dass ich wieder mal ein kleines Teilchen hier habe. Ich habe zuerst gedacht, das braucht die Welt nicht, so ein Teil. Aber ganz ehrlich, den Stiel kriegt man ja relativ leicht ab. Von wegen. Und dieses hier, da muss man ein bisschen weiter rein. Und ich habe dann immer diesen Tomaten in Strunker. Gibt es auch als Erdbeer und Strunker. Und mit dem kann man das total leicht rausziehen. Also ist keine Schleichwerbung, ist sicherlich Produktwerbung. Ich habe es aber ordnungsgemäß selbst erstanden. Also damit kann man dann auch etwas leichter arbeiten. Das ist halt ein kleines Hilfsmittel, wie man die Blüte leicht rauskriegt, wie man sieht.
So. Hier gibt es jetzt eine Sache, die ich mal zeigen möchte. Beim Entstrunken geht man ja richtig ran. Und hier sieht man zum Beispiel, die Kerne sind hell. Ich habe jetzt eine gefunden, die nicht gut ist, denn man sieht tatsächlich, wenn sie schimmelt, schimmelt sie meistens tatsächlich von der Blüte aus, nicht vom Stiel aus. Das heißt, hier haben wir nämlich jetzt eine gefunden und die habe ich entdeckt, weil ich hier das entstrunkt habe und da hat man sofort gesehen, oh, ist dunkel. Da würde ich mal nachgucken, wenn sowas ist, weil diese hier zum Beispiel würde ich nicht mehr verarbeiten. Häufig kann man dann auch sehen, es ist alles noch hell und es macht dann auch nichts, aber das hier ist zum Beispiel eine, die schmeiße ich weg. Wir haben jetzt die Hagebutten soweit vorbereitet. Klaus hat mir schnell geholfen und wir haben hier jetzt einmal die Hagebutten und einmal das ganze Gestrüpp, das wir natürlich nicht weiter verarbeiten. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir füllen die Hagebutten in einen Topf. So. Und jetzt brauchen wir Flüssigkeit. Hier ist jetzt eine ganz interessante Sache und zwar natürlich kann man dafür Wasser nehmen. Das ist eigentlich üblich. Das wird so bedeckt, werden wir auch gleich nochmal zeigen. Aber man kann auch Apfelsaft nehmen. Apfelsaft transportiert den Eigengeschmack der Frucht, mit der er vermischt wird, wunderbar. Zum Beispiel, wenn eine Johannisbeere zu kräftig ist, ist bei manchen Leuten so, kann man das super mit Apfel mischen und dann kriegt man eine ganz feine Note von der Johannisbeere. Bei der Hagebutte wirkt das ähnlich, weil die ist nämlich relativ kräftig im Geschmack. Das heißt, man kann das auffüllen mit Apfelsaft. In meinem Fall werde ich jetzt ein Experiment machen, denn ich werde es auffüllen mit Quittensaft, den ich selbst hergestellt habe. Und das werde ich euch dann gleich mal zeigen. So, wir haben hier jetzt die Hagebutten und ich fülle das auf mit dem Quittensaft. Und zwar bis es leicht bedeckt ist. Ehrlich gesagt, hier würde ich gar nicht mal so sagen, oh, das darf nicht zu viel Flüssigkeit sein, wenn es Saft ist. Denn je mehr das Ganze flüssig ist, desto besser lässt es sich pürieren. So würde ich es mal lassen, das sieht ganz gut aus. So, und jetzt kochen wir das Ganze dann auf, bis es schön weich wird. Jetzt ist 5 Minuten sind um und wenn man jetzt hier reinguckt, dann sieht man, dass die Quitten tatsächlich schon ganz schön aufquellen. Hier, guck mal. Da. Und das wird auch alles schon relativ dickflüssig. Ich meine, das liegt sicherlich auch ein bisschen mit am Saft, aber der war vorher eher dünnflüssig. Nur jetzt sehen wir es tatsächlich hier schon. Das zieht ganz viel Flüssigkeit. Und das wird bestimmt spannend. Hier fällt das schon auseinander. Also wir müssen sicherlich noch 5 Minuten weiter kochen, vielleicht auch noch ein bisschen länger, weil wir wollen es richtig schön weich. Jetzt sind ungefähr 10 Minuten um und wir gucken uns das mal an. Die sind relativ intakt, aber man kann schon sehen hier, dass es wirklich weich geworden ist. Man kann sie eigentlich so schon zerdrücken. Wir wollen natürlich das Fruchtmus haben und wollen uns das Pürieren erleichtern. Das heißt, wir nehmen jetzt einen Kartoffelstampfer und stampfen das Ganze mal ordentlich klein und dann kochen wir das nämlich noch ein bisschen und stampfen das nochmal. So, genau. Das kann gern noch ein bisschen weiter gekocht werden, wie ihr seht. Das zerfällt noch nicht so ganz so leicht. Also wir kochen sicherlich noch mal 5 Minuten länger. Und was ich hier auch sehen kann, ist, wir können bestimmt noch ein bisschen mehr Saft gebrauchen. Also ich werde da noch ein bisschen Saft reintun und dann kochen wir fleißig weiter. Und jetzt ist es ungefähr, sagen wir mal, eine Viertelstunde später. Wir gucken uns das mal an. Ich musste inzwischen noch eine ganze Menge Saft zutun. Inzwischen sind wir bei insgesamt, das war eine Literflasche, ich schätze mal so um die 750, 800 Milliliter, die da reingegangen sind. Und das ist jetzt die Konsistenz. Wie wir sehen, sind die Hagebutten tatsächlich komplett auseinandergepflückt. Ich werde die gleich nochmal ein bisschen stampfen und dann werden wir das durch die Passiermühle ziehen. Ich habe jetzt hier vorbereitet das Passiersieb. Ich habe das auf eine Zuwiegefunktion der Waage gemacht. Also wenn ich das jetzt hochnehme, sollte es auf 0 sein. Naja, fast auf 0. Ich mache es nochmal auf 0. So, dann tue ich das da rein, weil dann nehme ich es hoch und dann habe ich ungefähr das richtige Gewicht. Denn ich möchte daraus hinterher eine Marmelade machen und muss dann entsprechend 2:1 Chilizucker dazu tun. So, ein kleiner Kommentar zu diesem Passiergerät. Die meisten Leute haben zu Hause eine flotte Lotte. Die Löcher sind sehr groß. Wenn man die benutzt, muss man das zweimal durch,
7. Bei diesem Sieb hier muss man es nur einmal durchsieben. Und da möchte ich auch gleich nochmal etwas zu sagen, denn dieses Sieb gibt es billig. Und worauf man achten muss, wenn man sich sowas besorgt, ist, dass dieses Teil hier, das da, ich weiß nicht, ob ihr das gut seht, das muss wirklich am Sieb längs streichen. China hatte da eine tolle Idee, sowas auch mal schnell zu machen. Und dann gab es hier richtig dicke Löcher. Das kann man nicht gebrauchen. Also sorgt dafür, dass ihr dann Gutes findet. Und die, da ist es wirklich wichtig, dass das hier richtig anliegt. Wir haben hier jetzt also dieses schöne Mousse. Und ich werde das jetzt Stück für Stück hier reintun. Es gibt bestimmt der Vorführeffekt und Kleckerei. So, nee, gab es gar nicht. Können wir gerne ein bisschen mehr reinmachen. Das ist alles relativ easy, sollte nur nicht überlaufen. So, und dann sieben wir das gleich mal durch. Gucken mal, wie das aussieht. Kann man auch noch mal ein bisschen drehen, dann wird es mal ein bisschen platt gedrückt. So. Okay. So, schauen wir mal, wie das hier so aussieht. Ah, kommt schon was raus. Seht ihr das? Ja, kann man das sehen? Genau, das machen wir jetzt noch ein Weilchen weiter. So, jetzt wurde das Ganze durchpassiert und wir haben jetzt hier 616 Gramm. Schade, wenn man bedenkt, dass da eigentlich fast 700 Gramm Saft drin sind. Der Rest ist hier. So, wenn man jetzt wollte, könnte man das nochmal ein bisschen mit Saft versetzen und nochmal durchpürieren. Ich werde das jetzt für die Demonstrationszwecke nicht machen. Aber das wäre etwas, was man machen kann, wenn man wirklich hier alles abkriegen möchte. Einfach nochmal ein bisschen Saft dazu und nochmal den Rest durchpürieren. Das Ganze werde ich jetzt mit einem 2:1 Gelierzucker, ich benutze ja immer den Bio-Gelierzucker von den Backe, sage ich jetzt nicht. Also, und dann mache ich daraus eine Marmelade. Ich konnte es jetzt doch nicht lassen. Hier ist das ganze feste Zeug. Und ich werde jetzt euch nochmal zeigen, wie das aussieht. Da wir Saft haben, haben wir hier gar kein Problem. Weil der Saft, der geliert sowieso. Ne? Und wir können das jetzt theoretisch alles nochmal durchmischen. Und dann kriegen wir nochmal ein bisschen mehr von den Hagebutten raus. Man könnte es theoretisch jetzt sogar nochmal aufkochen. Dann wird das noch ein bisschen weicher. Aber wenn wir das jetzt nochmal durchpürieren, dann kriegen wir ein bisschen mehr. Die Ausbeute ist ein bisschen besser. Wir sind jetzt bei 884 Gramm. Und es ist eigentlich von der Konsistenz hier sehr schön. Und ich werde jetzt meine Marmelade davon kochen. Das heißt also, ich nehme jetzt die 800, inzwischen 81 Gramm, tue die Hälfte an Zucker dazu, das wären 440 Gramm 2:1 Zucker und dann wird das gekocht. So, und jetzt im Schnelldurchgang 440 Gramm Bio-Gelierzucker. Ich mag die Konservierungsstoffe nicht, kann ich gar nicht genug betonen. So, und da, so. Und das Ganze geht dann jetzt gleich auf den Herd und wird aufgekocht. So, ich mache jetzt noch ein bisschen Zitronensaft da rein. Das ist nämlich ganz schön süß, trotz 2:1. Schmecke das nochmal ab. So, drehen wir nochmal um. Da geliert es schon, kann man schon sehen. Da ist schon, muss gleich noch einmal aufgekocht werden und dann war es das. Wunderbar, ich koche es jetzt auf und dann fülle ich es ab. Da, guck mal da, da, siehst du die schrumpeln? Ja, schrumpelt. Klaus glaubt nicht, dass es geliert ist. Hier, das ist schrumpelig. Also wird es gelieren und jetzt werde ich das abfüllen. Natürlich werde ich vorher den Schaum entfernen, weil der ist nämlich nicht schön. So. Und jetzt ist das Ganze abgeschäumt und ich werde das jetzt in eine Kanne füllen. Das lässt sich nämlich so wesentlich besser abfüllen und fülle das dann in Gläschen. Übrigens kleine Gläschen. Da Hagebuttenmarmelade ein hartes Brot ist, gibt es das bei mir nur in kleinen Gläschen. So,
So, und das ist jetzt das, was dabei rausgekommen ist. Wir haben ja viele kleine Gläschen, über die sich viele Leute freuen werden, ich natürlich auch. Und ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilft, solltet ihr mal Hagebutten verarbeiten wollen, weil ganz einfach ist es nicht, aber so ist es gut machbar und das ist sehr lecker, was dabei rauskommt. Tschüss!